Liebe Angehörige der FHU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, so erschreckend viele Nachrichten aus dem öffentlichen Leben jeden Tag für uns sein mögen, angefangen von neuen Covid-Mutanten bis hin zur Einstellung der AstraZeneca-Impfung, so gibt es doch auch immer wieder Ereignisse, über die ich mich von ganzem Herzen freuen kann. Zum Beispiel, wenn eine herausragende Nachwuchswissenschaftlerin an unserer FAU eine hochverdiente Auszeichnung erhält. Dr. Silvia Budai vom Lehrstuhl für Technische Mechanik unserer FAU wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten deutschen Forschungspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Vor kurzem erst haben wir Silvia Budai zu einer der ersten Nachwuchsgruppenleiterinnen der FAU gemacht. Und das zeigt mir nur einmal mehr, dass wir schon ein gutes Gespür dafür haben, wo an der FAU unsere Talente zu finden sind. Die junge Ingenieurin beschäftigt sich mit der Gehirnmechanik. Warum ist unser Gehirn eigentlich gefaltet? Welche Auswirkungen haben die mechanischen Eigenschaften dieser Furchen im Gehirn? Silvia hat 3D-Computermodelle des Gehirns erstellt, mit denen sie die Mechanik einzelner Gehirnareale betrachten kann. Das hilft zum Beispiel, Operationen zu simulieren, aber auch Erkrankungen wie Epilepsie oder Schizophrenie frühzeitig zu erkennen. Mich fasziniert ihre Forschung, aber auch ihre Persönlichkeit. Engagiert und klug, freundlich und herzlich, ganz ohne Attitüden. Das sind die Menschen, die wir an unserer FAU brauchen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Silvia. Vor einigen Wochen habe ich vom Start unseres Sustainability Talks mit BMW berichtet. CEO Oliver Zipse ist in Gespräche mit unseren Professorinnen und Professoren eingestiegen, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Während bei den ersten Gesprächen Oliver Zipse an unserer FAU zu Gast war, hat der BMW-Chef für die weiteren Termine 3 unserer Wissenschaftler nach München eingeladen. Unsere Professoren Sandro Warzak, Markus Beckmann und Nico Hahnenkamp waren nun vergangene Woche bei BMW und haben einerseits technische Themen wie energieeffiziente Antriebe diskutiert, aber auch Fragen des nachhaltigen Managements und der nachhaltigen Produktion. Ich freue mich sehr, dass diese Kooperation sich so erfolgsversprechend entwickelt. Wenn wir als FAU dazu beitragen können, den Weg in die Nachhaltigkeit zu unterstützen, dann ist das nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern sozusagen auch ein wichtiger gesellschaftlicher Auftrag. Auch in der Forschung haben wir einen neuen und schönen Erfolg im Bereich der Nachhaltigkeit erzielen können. Professor Dr. Dietmar Fey und Dr. Marc Reichenbach vom Lehrstuhl für Rechnerarchitektur an der FAU und ihr Projektpartner Dr. Marco Breiling vom Fraunhofer-Institut IIS sind von Bundesforschungsministerin Karliczek ausgezeichnet worden als eines der Siegerteams im Pilot-Innovationswettbewerb energieeffiziente KI-Systeme des BMWF. Die Aufgabe lautete, welcher Chip schafft es, in EKG-Daten Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern mit mindestens 90% Genauigkeit zu erkennen und dabei am wenigsten Energie zu verbrauchen. Unser FAU-Team konnte mit einem Chip punkten, der die Daten aufzeichnet, während der Algorithmus noch inaktiv ist und nur für die Verarbeitung der Daten sehr, sehr schnell aktiviert wird, um seine Aufgabe in äußerst kurzer Zeit zu erledigen. Auf diese Weise erreicht der Chip eine Energieeinsparung von bis zu 95% im Vergleich zu Systemen, die dauerhaft aktiv sind. Im Übrigen nimmt das Thema Nachhaltigkeit auch innerhalb der FAU selbst an Fahrt auf. Im letzten FAU-Dialog, bei dem es um das Thema Standortentwicklung ging, haben so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur gute und wichtige Fragen gestellt, sondern auch Anregungen gegeben, die in die Planungen für Infrastruktur mit einfließen können, vom Fahrradparkplatz bis hin zur Brauchwasserverwendung. Ich denke, dazu wird es bald Neues geben, über das ich berichten kann. So, nun zum Schluss möchte ich Ihnen noch von einer sehr erfreulichen Begegnung berichten. Vergangene Woche hat mich Hans-Jürgen Prömel besucht, der Präsident der neu gegründeten Technischen Universität Nürnberg. Wir haben uns intensiv unterhalten und festgestellt, dass wir in vielen Punkten einer Meinung sind. Zum Beispiel werden wir in vielerlei Hinsicht eng zusammenarbeiten, um den Wissenschaftsstandort Erlangen-Nürnberg weiter auszubauen und dadurch auch zu einem starken Gegenpol zur Landeshauptstadt München zu werden. Dafür haben wir verschiedene Ideen diskutiert. Feststeht, dass wir beide keinerlei Interesse daran haben,
uns gegenseitig zu kannibalisieren, weder in Sachen Forschung noch mit Blick auf die Rekrutierung neuer Studierender. Der Schulterschluss steht uns da deutlich besser zu Gesicht. Ich bin gespannt, wie sich die Zusammenarbeit weiterentwickeln wird. Wir bleiben auf jeden Fall eng im Gespräch. So, und nun wünsche ich Ihnen eine gute restliche Woche, in der Hoffnung, dass die Inzidenzzahlen auch in Nürnberg weiterhin unter der kritischen 100 bleiben, so wie das ja auch in Erlangen der Fall ist. Am wichtigsten aber, bleiben Sie gesund.